das Recording starten. Die Aufnahme läuft. Genau, den Huster lassen wir noch, den warten wir noch ab. Herzlich willkommen euch allen im Corporate Learning Sprint April 2019. Der Karl-Heinz hatte mich gebeten, mal das Thema LernOS vorzustellen. So ein bisschen mit dem Hintergedanken auch eventuell innerhalb der Corporate Learning Community den einen oder anderen Circle ins Leben zu rufen. Die dann vielleicht jetzt laufen bis zum nächsten Corporate Learning Camp. Du bist ja vielleicht, findet 12. und 13. September in Koblenz statt. Und dort werden wir auf jeden Fall eine Erfahrungsaustausch-Session machen von allen Leuten, die so einen Learning Circle gestartet haben, um da mal zusammenzutragen, wie das denn war, ob es euch gefallen hat, was man verbessern kann und so weiter. Genau, jetzt würde ich mal gerade noch gucken, warum bin ich denn hier im Video nicht sichtbar? Das weiß ich gar nicht. Seht ihr mich denn? Kann mir jemand kurz sagen, ob ihr mich seht? Alles perfekt. Video geht. Video geht, okay, alles klar, sehr gut. Ich versuche den Chat auch im Blick zu behalten. Das fällt einem immer ein bisschen schwierig, wenn man erzählt. Also falls jemand, wie gesagt, eine Frage habt und die ist dringend und hört gerade rein, einfach mit Mikrofon aufmachen und reinsprechen. Genau, also was würde ich heute gern machen? Ja. Hallo? Da könnte sich jemand gerade muten. Warte mal, ich mute mal alle außer mir. Wer was hat, unmutet sich. Also ich würde euch gerne so in der ersten Hälfte heute mal kurz ein bisschen erzählen, Mission von diesem LernOS-Projekt, wo kommt es her? Das ist ein Projekt, was 6 Jahre lang läuft. Ich habe ein paar Folien, wo ich euch das in Kürze auch mal erkläre. Ich gehe nicht allzu tief rein, weil die Idee eigentlich ist, dass ihr danach dann, nach dem Sprint heute dann mal selber einsteigt. Aber so die Kernpunkte würde ich trotzdem mal vorstellen. Und das habe ich gemacht anhand von so einer Geschichte, so ein fiktiver Learning Circle innerhalb der Corporate Learning Community. Also wie würde das ablaufen, wenn ihr euch entscheidet, so ein Circle zu machen. Haben auch so eine kleine Interaktionsübung. Wir haben so einen Circle-Marktplatz aufgestellt, wo einfach nach dem Suche-Biete-Prinzip sich Circle finden können. Moment, da sagt einer, er hört nichts mehr. Hören mich alle nicht mehr? Hallo? Doch. Doch, okay. Also dann, okay, dann scheint es bei jemand individuell zu sein. Genau, den Circle-Marktplatz und ich gucke, dass wir hinten genug Zeit haben für so einen Ask-Me-Anything-Teil, also wo ihr einfach die Fragen, die euch noch sozusagen auf den Nägeln brennen, einfach stellen könnt. Steigen wir mal ein. Ich sitze hier in der Cognion Akademie in Nürnberg und es gibt seit 2001. Wir sind gegründet mit Projekten zum Thema Wissensbewahrung, Wissensmanagement und Lernen in Organisationen. Gibt es auch eine Vorgeschichte noch aus Fraunhofer-Zeit und aus der Uni-Zeit, Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz. Haben seitdem einen ganzen Haufen Projekte gemacht. Ich habe ein paar Projektpartner da mal hingeschrieben. Und wir haben an unserem Geburtstag, als wir 15 Jahre alt wurden, am 21.12.2016 gesagt, wir wollen einfach mal die Erfahrung aus diesen ganzen Projekten zusammenschreiben in einem geschlossenen Ansatz. Und weil ich mir schon dachte, dass das so neben der Projektarbeit recht aufwendig wird, habe ich gesagt, wir tun da mal lieber ein bisschen mehr Zeit ansetzen. Deswegen war die Idee, bis wir quasi volljährig sind nach deutschem Recht mit 18, wollen wir so die Grundzüge mal skizziert haben und bis wir dann nach amerikanischem Recht volljährig sind, soll der Ansatz dann auch komplett dokumentiert sein. Daher kommen so die zwei Perioden. 2016 bis 2019 und dann 2019 bis 2022. Also zu 2022 gibt es die große Geburtstagsfeier mit Alkohol. Genau, insgesamt soll der ganze Ansatz auf 3 verschiedenen Ebenen dokumentiert sein, so ähnlich wie das im Wissensmanagement auch macht, nämlich die Ebene Individuum, persönliches Wissensmanagement, lebenslanges Lernen, dann die Teamebene, lernende Teams, wie kriege ich Lessons Learned aus Projekten, solche Themen spielen da eine Rolle und eben auch die organisationale Ebene. Und genau, das sehe ich schon im Chat, Killepitch gibt es zu der Feier auch, Annette, auf jeden Fall. Genau, und dann sind wir so ein bisschen auf die Namenssuche gegangen. Ein Bekannter von mir, der macht einen Esperanto-Podcast, bei dem habe ich aufgeschnappt, Lernos in Esperanto ist die Zukunftsform für Lernen. Also Mi Lernos heißt, ich werde lernen, Mi Lernos heißt, wir werden lernen. Da kam quasi dann die Idee her, das ganze LernOS zu nennen mit dem großen OS, was man von der Digitalisierung kennt, also so iOS, macOS und natürlich dann den Bezug zu lebenslangem Lernen auf der individuellen Ebene und eben Lernenorganisationen auf der organisationalen Ebene.
Wir haben dazu auch zum Launch quasi, haben wir so eine Telegram-Gruppe mal gegründet als Messenger. Einige von denen, die ich jetzt in Teilnehmern gesehen habe, waren da auch drin. Das haben wir jetzt ersetzt durch eine Community-Plattform, weil einfach in so einer Messenger-Gruppe das schwierig ist zu diskutieren. Wer da Lust hat, kann sich da gerne auch einen Account anlegen, ist kostenlos. Da werden die ganzen Themen rund um LernOS diskutiert. Das ist auch das Kernentwicklerteam, was sich da trifft und austauscht. Und wir machen jetzt im Juni, zeige ich nachher nochmal den Termin, das erste LernOS Camp, also eine eintägige Veranstaltung in München, 25. Juni, wo einfach die Community, die im Moment noch so sehr verteilt und verstreut ist, einfach eine Chance hat, sich zu treffen, über Themen zu sprechen, die Zukunft zu planen. Und es wird auch startend mit dem Camp so ein Beirat geben, wo Organisationen, die LernOS bei sich implementieren, die Möglichkeit haben, über 3 bis 4 Konferenzen jedes Jahr, sich quasi in Weiterentwicklung einzubringen, Wünsche zu äußern. Wir haben jetzt schon Supporter, die beispielsweise intern sehr viel Barcamps machen. Darüber wurde jetzt hochpriorisiert, dass es demnächst auch ein LernOS Barcamp-Leitfaden beispielsweise gibt. Das sage ich aber nachher auch noch einen Satz dazu. So, vielleicht ganz kurz, wie kommen wir eigentlich darauf, dass so prinzipiell dieses ganze Thema Lernen wichtig ist? Wir haben so, wenn man mal 100 Jahre zurückschaut, so diesen Taylorismus, Ford sieht man hier im Bild, so die Grundidee, das Wissen, was wir eigentlich brauchen für so eine Organisation, sitzt an der Spitze des Organigramms. Wir machen so eine Art Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Einer weiß, was zu tun ist, alle anderen führen aus. Und so sind im Wesentlichen ganz viele Prozesse, wie heute organisiert wird, auch noch aufgesetzt. Viele schimpfen über Taylor und Taylorismus, über die Bürokratie, über die Silos, die entstanden sind. Und man hat so das Gefühl, dass da was anders werden muss. Wir sehen gleichzeitig, es gibt verschiedene Treiber, die auf exponentiellen Kurven laufen. Zum einen mal die Digitalisierung, ausgelöst durch die Erfindung des Transistors mit der Verdopplung von Rechen- und Speicherleistung alle 18 Monate. Ne, weiß man von dem Reißbrett, Reiß auf dem Schachbrett, Verdopplung in konstanten Abständen ist exponentielles Wachstum. Ne, daher kommt sowas wie das Thema künstliche Intelligenz, wo wir so an so einem Durchbruchspunkt stehen, wo auf einmal Dinge denkbar sind, die es in der Theorie schon vor 30 Jahren gab in der KI, aber erst jetzt durch Rechenleistung und Datenverarbeitungskapazität und auch Speicherkapazität Dinge eben möglich werden. Und was man nicht vergessen darf, auch das Wachstum der Anzahl der Menschen läuft auf so einer Kurve. Gleichzeitig verdichten wir Menschen in Städten, Stichwort Urbanisierung. Da entstehen ganz viele Sachen, oder Effekte, wie zum Beispiel der Knowledge-Spillover-Effekt. Also es kommen einfach Leute auf engen Raum zusammen, Ideen fließen, diverse Sichten kommen zusammen, es gibt neue Innovationen und damit steigt eben die Entwicklungsgeschwindigkeit des Wissens. An ganz vielen Stellen sieht man dann da dieses VUCA-Meme, da habe ich mal die Quelle unten rein, wer das nachlesen will. Ist eigentlich auch schon recht alt, kommt aus Anfang der 90er Jahre, so eine Studie vom amerikanischen Militär. Also man sagt im Prinzip, man findet sich in der Welt wieder, die sehr volatil, sehr unsicher, sehr komplex, sehr ambig, unvorhersehbar ist. Und dementsprechend auf so eine sich ständig verändernde Welt kann ich eigentlich nur durch kontinuierliches Lernen reagieren, damit wird Lernen so vom Nice to Have auf der einen Seite erstmal zum Überlebensfaktor. Es ist entscheidend, ob ich jetzt auf der organisationalen Ebene denke, dann sozusagen als Organisation überlebe, vielleicht auch noch erfolgreich bin, Geld verdiene und als Mensch natürlich, Stichwort Employability, meinen Job behalte, eine gute Arbeit habe oder viel Stress habe entsprechend. Genau, wir haben versucht, das mal für uns quasi, weil wir sprechen heute, hatte ich in dem Sprint beschrieben, um so ein bisschen zu reduzieren, dass wir nicht allzu breit sind vom Thema, hauptsächlich über die individuelle Ebene, drüber, warum denn dieser LernOS-Leitfaden für Individuen als Untertitel hat, die Kunst des selbstgesteuerten lebenslangen Lernens. Da habe ich mal euch so unten auf die X-Achse aufgezeichnet, einfach so die Lebenserwartung von 2010 Geborenen, so um die 80 Jahre ungefähr. Und das, was ihr wahrscheinlich alle kennt, ist so das ganze Thema fremdgesteuertes Lernen. Wir haben mal so eine Kurve drüber gelegt, ne, sei das jetzt die Grundschule, sei das die weiterführenden Schulen und dann auch die Weiterbildung, also Quartärebereich in den Organisationen. Wo man schon sieht, da geht es schon deutlich nach unten. Also wenn man mal die Statistiken anschaut, Menschen ab 40, 45, wie viel
Stunden, Tage machen die denn Weiterbildung und das irgendwie gegen die Wissensgesellschaft spiegelt, ist das erschreckend wenig, muss man sagen. Und gerade in Themenfeldern, wo die sogenannte Halbwertszeit des Wissens sehr klein ist, also wo Wissen sehr schnell veraltet, sich sehr viel tut, im technischen Bereich, im IT-Bereich, im Organisationsbereich, ne, ist sozusagen die Vermutung, dass das nicht ausreichen wird, um gut über die Runden zu kommen. Ne, daher kommt so die zweite Kurve mit dem Fragezeichen hinten dran, nämlich wenn sich dann niemand anderes drum kümmert, wie können wir uns denn selber drum kümmern? Also wie kann unser selbstgesteuertes Lernen aussehen? Entweder mal hier das Renteneintrittsalter eines Normalarbeitsverhältnisses hingemalt, also die 67, so bis zum Ruhestand. Theoretisch kann man aber auch sagen, das geht auch noch ein ganzes Stück weiter. Kann sich auch vorstellen, lebenslanges Lernen ist wirklich vom Cradle to Cradle, also von Geburt sozusagen, von der Wiege bis zur Bahre. Da kommt auch das Bild, Herbert, was ich vorhin erwähnt habe, Francisco de Goya, Aun Aprendo, also ein sehr alter Mann, der im Prinzip da noch sagt, ich lerne immer noch. Also Wissen ist nie zu Ende, es entwickelt sich ständig weiter und die Welt bietet jederzeit auch etwas Neues zu lernen. Da kommt so die Grundidee her in LernOS quasi, das, was ihr von Schule oder Hochschule kennt, als Taktung, die von außen kommt, nämlich Halbjahre, Jahre, Semester, Trimester und solche Dinge, irgendwie sich selber mal als Rahmen auch zu setzen. Und da eignet sich im Prinzip das ganze Thema Agilität, Scrum, Sprints. Da sagt man ja auch, wenn ich nicht genau weiß, was muss ich denn in 3 Jahren lernen, dann plane ich erstmal, was lerne ich denn in dem Zeitabschnitt, den ich übersehen kann. Und da ist eben so ein Sprint, der Standard-Sprint in LernOS ist 13 Wochen. Das kommt einfach daher, dass man das Jahr mit den 52 Wochen recht schön in 4 Sprints quasi aufteilen kann. Ja, und theoretisch steht jetzt da, wenn ich mit 13 anfange und das bis zum Lebensende mache, dann würde ich quasi in meinem Leben 256 Lernsprints machen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz realistisch, aber das ist sozusagen, wäre die Vollausbaustufe von LernOS auf individueller Ebene. Genau, dann haben wir uns überlegt, wenn man auf diesen 3 Ebenen quasi das betreiben möchte, also Organisation, Team und Individuum, und wir natürlich sozusagen diese Anwendung in der Organisation im Blick haben, dann brauche ich irgendwie etwas, was mir einen Takt vorgibt, also was dafür sorgt, dass, wenn ich über meine individuellen Ziele nachdenke, dass ich da vielleicht im Hinterkopf habe, was sind denn die Ziele, die die Organisation gerade verfolgt, die Ziele, die ich in meinem Team habe. Und über den Weg sind wir dann zu dem Thema OKR, Objective and Key Results, gestoßen. Das ist eigentlich auch schon sehr alt, wurde Mitte der 80er bei Intel entwickelt und dann über einen Intel-Manager zu Google gebracht. Und darüber ist es auch bekannt geworden. Das ist sozusagen das System, wie Google auf den 3 Ebenen Organisation, Team, Individuum, agiles Zielmanagement betreibt. Wichtig, nicht KPIs, nicht entgeltrelevant. Also da geht es nicht um Bonus und Benefits, sondern da geht's darum, sozusagen Arbeitsziele sich zu stecken, und das ist aber völlig unabhängig von eurem persönlichen Bonus oder von dem Bonus eines Teams. Ja, das ist sozusagen nur eine inhaltliche Zielplanung. Dort macht man das auch im 3-Monats-Takt. Das hat gut zu dieser Sprint-Logik gepasst, die wir uns überlegt haben. Und man nennt es Objective Key Results, weil man quasi auf der einen Seite für einen überschaubaren Zeitraum maximal 5 Objectives definiert. Also Ziele, die sehr attraktiv klingen sollen, die diesen, wie man es auch bei einer Vision macht, was Anziehendes an sich haben sollen. Und Google wäre nicht Google, wenn nicht überall auch gemessen werden würde. Pro Ziel schlagen sie vor, 3 Key Results zu definieren, also messbare Ergebnisse, an denen ich quasi festmachen kann, ob ich mein Objective erreicht habe. Wer sich mit Google ein bisschen beschäftigt hat, da gibt es so dieses ganze Thema Stretch Goals. Also man will, dass Leute sich Ziele stecken, die anspruchsvoll sind. Deswegen sagt Google, wenn ihr 60-70% der Key Results erreicht habt, gilt es als optimal, ne, damit die Leute eben sich anspruchsvolle und ambitionierte Ziele stecken und vielleicht etwas weiterspringen, als sie sich vorher hätten vorstellen können. Wen das im Detail interessiert, es gibt von Google die Seite Rework, Google Rework, einfach mal googeln. Da haben sie so ihre ganzen Methoden, wie sie selber arbeiten, dargestellt. Da gibt es auch eine sehr schöne Übersicht über OKRs. Auf YouTube gibt es von Google Ventures ein Video, wo sie es mal in so einer Dreiviertelstunde ein bisschen ausführlich erklären. Na, innerhalb dieser Sprints, das sieht man jetzt mal so auf dieser orangen Zeitleiste rechts, diese Taktung auf der einen Seite eben aus Scrum-Logik, Woche 0 für Sprint-Planning.
Also dort macht man sich Gedanken, was sind eigentlich die Ziele für den Sprint. Man sieht entsprechend rechts auch, Woche 12, die Retrospektive. Und dann in dem Sprint in der Mitte bleiben eben 11 Wochen übrig. Und die können jetzt entweder mit einem Programm vorbelegt sein, also wenn ihr euch diesen Lernos-Guide mal runterladet, dann ist dort ein Vorschlag für 11 Übungen, die da Cutters genannt werden, in Anlehnung an die Programmiererausbildung, die so ein abgespecktes Set der Übungen aus Working Out Loud sind, mit denen man quasi in so einem Sprint digital vernetztes Arbeiten lernen kann. Ich kann aber auch, Helmut hat es vorhin ja schon kurz erwähnt, mir da ganz andere Dinge überlegen, die ich lerne, und jetzt nach und nach kommen eben immer mehr weitere Guides, mit denen ich auch Podcasting, Sketchnoting, Blogging, Barcamp machen, Expert Debriefing durchführen und so weiter lernen kann. Also die Grundlogik ist, ich habe die Sprints als Motor, als Taktgeber, was ich da drin dann lerne. Deswegen heißt es selbstgesteuert, gibt euch niemand vor, sondern das überlegt ihr euch selber. Für den Start sozusagen, für das Booten von LernOS gibt es eben mit dem ersten Cutter-Set so einen Vorschlag, was man da tun kann, um so ein bisschen in die Logik und die Denke reinzukommen. Corinna fragte, ob ich den Link zu Google-Video teilen kann. Das mache ich, genau. Und wo man die Leitfäden findet, zeige ich nachher auch gleich noch die Links. Genau, was uns noch wichtig ist, sozusagen, es geht uns jetzt nicht darum, dass man stur eine Methode lernt, sondern wir glauben halt dran, dass für den Erfolg im 21. Jahrhundert mehr als nur Tools und Methoden wichtig sind. Dafür haben wir uns dieses LernOS-Wheel oder LernOS-Rad überlegt, mit den drei Erfolgsfaktoren Mindset, Skillset und Toolset. Also natürlich, wenn man unten beim Toolset anfängt, die Methoden, Tools, die ihr verwendet, das ist sicher ein Teil des Erfolgs. Ein weiterer Teil wären die Fähigkeiten, also das, was ihr einfach als Fähigkeiten lernt. Da lehnen wir uns an das 4C-Modell oder auch das DICOM-Framework. Also wir versuchen in LernOS möglichst wenig Dinge uns selber auszudenken, sondern da, wo es eben gute, praxiserprobte Methoden, Studien und so weiter gibt, darauf aufzusetzen. Und auch im Bereich des Mindsets, da gibt es ja von dem William Spusel und dem Professor Petri das WOPA-Plus-Modell, was quasi eine Antwort ist auf die VUCA-Welt. Ne, das ist da sozusagen als Detaillierung dieser Mindset-Dimension. Wo kommt diese Radmetapher her? Weiß nicht, ob jemand von euch die Squared Wheel Man eventuell kennt, wer so im Lean- oder Agile-Bereich unterwegs ist, kennt das vielleicht. Ne? Da sieht man so die zwei Leute rechts, die mit einem Wagen unterwegs sind, mit einem eckigen Rad. Und links bietet einer ein rundes Rad oder eine ein rundes Rad an. Und die zwei rechts sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen den Karren schieben. Und das ist quasi so die Idee mit dem Rad links. Wenn ihr jetzt sagt, ihr fokussiert nur auf Tools, dann läuft es zwar über ein Drittel des Umfangs schon ein bisschen runder als euer eckiges Rad. Wenn ihr dann ein zweites Kuchenstück dazu nehmt, läuft es noch ein bisschen runder. Aber so richtig rund läuft es nur, wenn man sozusagen Mindset, Skillset und Toolset in einem quasi denkt. So, dann einen kleinen Überblick über die verfügbaren LernOS-Leitfäden. Ich habe auch schon gesehen, was unterscheidet den Ansatz von Woll, Prechtl im Chat. Also ein paar Sachen habe ich ja schon genannt. Über diese Sprints ist quasi in LernOS die Idee, dass es lebenslang voranschreitet und nicht nur ein Zirkel ist, den man macht. Über die verschiedenen Leitfäden gibt es ganz verschiedene Übungssets, eben nicht nur die aus Woll kommen, wo man eben auch Podcasting und andere Dinge lernen kann. Und was ganz wichtig ist, da wo Working Out Loud halt ein Ansatz rein auf individueller Ebene ist, haben wir, was auch im Logo sich widerspiegelt, diese drei Ebenen im Blick, Organisation, Teams und das Individuum. Und dann quasi die Kopplung über OKR, über die drei Ebenen hinweg. Wenn das auch so ein bisschen interessiert, so Praxisbeispiele, Rantastic, die Adidas-Tochter, gibt es eine sehr schöne Präsentation, wie da OKR im Einsatz sind, wo auch tatsächlich dann schon Ziele, die ganzen Teamziele offen, transparent, intern in Wikis sind, ausgehängt, ausgedruckt in der Abteilung sind. Also wenn das interessiert, kann ich da gerne auch noch die Links beisteuern. Dieser LernOS Guide for You, den gibt es seit dem vierten Quartal letzten Jahres, da ist der öffentlich gegangen, nach agiler Entwicklungsweise auch die Idee, alle Quartal gibt es ein neues Release, also jede zweite Woche vor dem Quartalsende wird eine neue Version veröffentlicht, wir sind aktuell bei der Version 1.2, also zwei neue gab es schon.
wahrscheinlich Quartal 2, also bis zum LernOS Camp, allerspätestens Quartal 3 wird es den LernOS Guide für Organisationen geben. Da können wir nachher, wenn es interessiert, in der Fragerunde noch ein bisschen drauf eingehen. Es gibt den Expert Debriefing Guide für Wissensbewahrung schon veröffentlicht. Es gibt eine erste Version des Podcasting Guides. Der Barcamp Guide ist in Vorbereitung und Community Management Guide kommt im Laufe des Jahres noch. Man sieht unten schon angedeutet, was so die Gedanken aus dem Beirat sind, auch welche Guides weiterkommen werden. Na, also da ist so die Idee, es gibt oben den Core, der ist abgebildet in drei Guides auf den drei Ebenen und dann gibt es eine Toolbox drunter, wenn ihr dann sagt, im nächsten Sprint möchte ich persönlich oder mit einem Circle zusammen Podcasting lernen, dann schmeißt ihr einfach die Standard-Cutters aus dem Guide for You weg und nehmt euch stattdessen die Übungen aus dem Podcasting-Guide und lernt damit in 3 Monaten euren eigenen Podcast umzusetzen. Zeige ich nachher auch noch die Links dazu. Jetzt so eine kleine fiktive Geschichte, weil das klingt immer alles sehr, sehr theoretisch und sehr metaebenig. Ich habe einfach mal gesagt, es gibt in der Corporate Learning Community 3 Leute, den Karl-Heinz, die Martina und die Sabine. Nein, die Annette sehe ich da. Und die Martina sagt, ich würde gerne LernOS Circle machen. Karl-Heinz sagt, will ich auch. Und Annette sagt, ich bin dabei. Also das heißt, ich habe so 3-4 Leute, die das zusammen machen wollen. Das ist auch die Empfehlung, wenn man es jetzt im Circle macht. Und zum Einstieg empfehlen wir auch den Circle. Das hat ja WOL auch von den Lean-In-Circlen übernommen. Das hat sich dort schon bewährt, in WOL auch. Also das ist einfach Good Practice. Die sagen, wir wollen das machen. Und treffen sich dann auf dem Corporate Learning Community Circle Marktplatz. Unten habe ich den Link mal hingeschrieben, da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Das ist ein Etherpad, was ich aufgesetzt habe, wo man einfach einmal Suche, einmal Biete hat. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin alleine, suche einen Circle, könnt ihr euch da oben reinschreiben, irgendeine Kontaktmöglichkeit, eine E-Mail, Twitter-Handle. Ne, passt auf, das Pad ist offen im Netz, also schreibt da nur Sachen rein, die ihr da offen im Netz sichtbar haben wollt. Ne, umgekehrt, wenn einer sagt, ich würde gerne einen Circle organisieren, wir starten im Anfang Juli und ich würde es gerne virtuell machen oder physisch machen, könnt ihr euch bei Ich biete eintragen. Circle, die sich gefunden haben, die können im Prinzip dann unten sich eintragen, dass wir auch so ein bisschen sehen in der Corporate Learning Community, was für Circle haben sich denn da gegründet. Da stehen jetzt schon 2 drin, die sich schon im Rahmen des Corporate Learning Camp in Hamburg gegründet haben. So, dann laden die sich die 30 den Leitfaden runter. Da gibt es eben die 2 Links im Moment. Wir haben die ganzen Leitfäden, die ganzen Inhalte auf GitHub und dort gibt es unter LernOS.org eine GitHub-Seite, die ist englischsprachig. Das kommt einfach daher, weil unsere eigene Webseite, die Cogneon Akademie-Seite, noch kein Englisch kann. Kommt hoffentlich auch im Laufe des Jahres. Deswegen, wenn ihr irgendwie englische Erklärung haben wollt, dann geht ihr über die LernOS.org. Wenn ihr das Ganze auf Deutsch haben wollt, könnt ihr auch über die cogneon.de/LernOS. Ist noch nicht ganz identisch von den Inhalten, gleicht sich aber immer mehr an. Die Leitfäden der LernOS Guide for You, der ist auf beiden verlinkt in Deutsch und in Englisch. Also könnt ihr euch die Quellen, je nachdem, was ihr sprecht, sozusagen runterladen. Da sind die einzelnen Leitfäden verlinkt. Da ist auch ein ZIP, eine ZIP-Datei verlinkt. Wenn ihr die aufmacht, findet ihr innen drin die Leitfäden in ganz verschiedenen Versionen. Also viele nutzen einfach die PDF-Version. Man sieht, es gibt eine HTML-Version, es gibt eine Word-Version. Wenn ihr sagt, die Übungen gefallen mir, aber 3 davon nicht, dann könnt ihr die einfach sozusagen austauschen. Ich bin vorhin bei der Folie drüber gesprungen. Die ganzen Inhalte stehen unter Creative Commons Attribution Lizenz. Das heißt, ihr könnt die beliebig verändern, ihr könnt da euer eigenes Logo in der Firma draufkleben, ihr könnt auch Beratung dazu anbieten. Also das ist im Prinzip ein Open Source oder Open Content Ansatz. Was man bei der Dateiliste noch sieht, es gibt eine EPUB und eine Mobi Version. Das heißt, wer eine Kindle App auf iOS oder auf dem iPad nutzt oder ein Kindle Lesegerät hat und im Sommer am Strand den Leitfaden lesen will, der kann einfach bei den Einstellungen beim Kindle gucken, kann sich dort die E-Mail-Adresse seines Kindles raussuchen, nimmt die Mobi-App, schickt die an die E-Mail-Adresse und der Leitfaden ist quasi als E-Book verfügbar. Kann man dann auch Schriftgrößen und so ändern, weil PDFs auf E-Book-Readern zu lesen immer nicht so schön ist. Und was jetzt Seite 1.2 auch verlinkt, ist immer eine Slideshare-Version. Das heißt, da kann man sich auch mit der Slideshare-App den Leitfaden offline runterholen. Marc fragt, warum die Cogneon noch kein Englisch kann, weil unser Page-Builder mit dem WordPress Multilanguage noch nicht zusammenarbeitet. Da muss der Werkstudent erst noch ein Quartal in Sprint dran arbeiten. Aber das wird hoffentlich demnächst der Fall sein.
Genau, dann organisieren sie sich, sie treffen sich, also machen das Sprint-Planning. Wir empfehlen immer, dass die Woche 0, wenn es irgend geht und die Leute sich noch nicht kennen, physisch ist. Also, dass man sich da einfach kennenlernt, vielleicht mit Mittagessen verbindet, ne, weil so ein Circle eigentlich immer auch ein Circle of Trust ist. Also, da muss man erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Für diese Woche 0, weil ich habe selber 12 WOL-Circle gemacht und hatte oft mitgekriegt, dass Leute, die da drin waren, Schwierigkeiten hatten, so, was ist denn das richtige Ziel, nehme ich eins aus dem Arbeitskontext oder nicht. Da kam dann diese Idee her, so ein Canvas zu verwenden, wo man im Prinzip mal so gucken kann, was sind denn so meine Rollen, was sind meine Arbeitsaufgaben, was für Projekte stehen an, was für Themenfelder interessieren mich, ne, und wo man da quasi sozusagen ein Hilfsmittel hat, um zu sagen, was sind denn die richtigen Objectives jetzt für den nächsten Sprint, ne, damit ihr seht, dass das nicht irgendwie Theorie ist oder ich das fake. Ich habe jetzt hier quasi, letzte Woche war bei mir Woche 0 für Sprint 2, Quartal 19. Ne, da entsteht eben genau so ein mit Post-it beklebter Canvas, wo jetzt meine Objectives fürs nächste Quartal drin sind. Business Model Canvas vom Alex Osterwalder, er sagt immer, never write on a canvas with a pen. That's why Post-its were invented. Also da arbeitet man in Woche 0 typischerweise mit Post-its, weil das sehr dynamisch ist. Ne? Da klebt dann mal was und das verwirft man wieder. Wenn man das auf so ein Canvas draufschreibt, dann muss man den ständig neu schreiben. Die Canvas-Vorlagen in Deutsch und Englisch sind auch in der ZIP-Datei mit drinnen. Genau, sie entscheiden sich auch OneNote zu nutzen, ist auch in der ZIP-Datei dabei, der OneNote Circle Template, das OneNote Circle Template, so ist es. Ist auch auf Deutsch und Englisch, ist so eine OnePKG-Datei. Wenn ihr die doppelklickt, geht OneNote auf und es entsteht quasi ein neues OneNote mit einer Struktur. Da gibt es so einen Welcome-Bereich, da ist nochmal alles erklärt. Dann gibt es einen Bereich für die Circle-Members, wo jeder sozusagen die Ergebnisse seiner Übungen dokumentieren kann, weil ich das früher eben gesehen habe, dass manche Leute haben sich die Wollguides zum Beispiel ausgedruckt, haben da reingeschrieben, hatten dann das Geschriebene beim nächsten Mal nicht mehr dabei. Na, und dann sind auch die ganzen Übungen da drin und die Links, die weiterführenden Links. Also im Prinzip kann man sagen, das OneNote ist so eine Art Arbeitsbuch, Workbook für den Circle. Und ich sehe gleichzeitig noch, was stecken sich die anderen Circle-Mitglieder für Ziele und habe da quasi eine transparente Dokumentation. Wie gesagt, gibt es in Deutsch und Englisch. Könnt ihr auch beliebig anpassen, wenn ihr sagt, ihr wollt es anders machen oder andere Übungen haben. Genau, was sie auch machen, sie nutzen Microsoft Teams für virtuelle Treffen und Chat. Das ist ja auch oft so eine spannende Frage, ne? So, wie mache ich denn die Videokonferenzen und so weiter. Mittlerweile gibt es von MS Teams, gibt es so eine kostenfreie Version, da passen bis zu 300 Mitglieder rein in so ein Teams. Ich habe Video-Audio-Conferencing dabei und der große Vorteil ist, ich kann OneNote einbetten. Ich habe es auf Desktop und habe es auf dem Mobilgerät, was man so sieht. Und da kann man halt sehr schön sich austauschen, Termine abstimmen, die Sachen im OneNote dokumentieren, alles an einem Ort. Soll aber keine Microsoft-Werbung sein. In dem LernOS-Guide gibt es eine Sektion speziell Tools für Circle, wo wir mal in der ersten Version aufgeschrieben haben, was man da so verwenden könnte. Ich habe letztes Jahr mit, da haben glaube ich gut 140 Leute teilgenommen, die schon WOL Circle gemacht hatten und LernOS Circle, was so ihre Erfahrungen mit Tools sind. Und da kann man so auf 3 bis 5 Good Practices einschränken, was für Tool-Kombinationen denn für einen Circle sinnvoll sind. Und das wird sicher jetzt in der 1.3 oder 1.4 von dem Leitfaden dann auch abgebildet sein, dass man da A, nicht mehr ganz so viele Tools drin hat wie jetzt für Circle und auf der anderen Seite für die wenigen, die bleiben, dann auch kleine Tutorials hat, wie man das denn aufsetzen kann. Auf dem Lernerscamp Camp wird es eine Session geben, wie ich quasi innerhalb von 15 Minuten mir auf Basis von den GitHub-Unterlagen komplett funktionsfähiges Teams mit OneNote drin, mit funktionierender Videokonferenz aufsetzen kann. Da schauen wir, dass wir auch eine Aufzeichnung davon kriegen. Das kann man sich dann danach auch angucken. Genau, dann machen sie die Cutters. An der Stelle Hinweis, die 11 Cutters, die im Moment drin sind, da kommen auch aus der Umfrage. Ich hatte so in meinen Wall Circles das Gefühl, das ist immer sehr eng, gerade wenn die Leute die Übungen in dem Circle selber machen. Deswegen haben wir auf der einen Seite gesagt, wir wollen in LernOS den Anzahl der Übungen mal so ein bisschen reduzieren auf das Wesentliche. Also das sind deutlich weniger. Und wir haben den Hinweis drin im Leitfaden, dass wir so diesen Flipped Classroom oder Inverted Classroom Ansatz empfehlen, ne, dass man quasi nicht
die Übungen in dem Circle macht, sondern die eben außerhalb und im Circle dann eher über die Ergebnisse spricht. Ja, das weiß ich nicht, wenn man jetzt es schafft, 5 Leute unter einen Hut zu bringen und die haben eine Stunde synchrone Zeit und man schaut sich dann gegenseitig beim Briefeschreiben zu. Na, da hatte ich den Eindruck, da ist es besser, jeder nimmt sich die Zeit zum Brief an sich selber schreiben, wann er die hat. Und dann kann man quasi, hat man mehr Zeit im Treffen dann letztendlich oder im virtuellen Treffen drüber zu sprechen. Und was man auf der linken Seite sieht, da der Hinweis an den Karl Dahmke, Karl C. Dahmke, auch im Kernteam, Entwicklungsteam LernOS, der sehr schön immer für die einzelnen Leitfäden sketchnotet, ist auch ein Video verlinkt unten, wo er mal jetzt so ein Sketchnote gemacht hat, LernOS in a Nutshell, könnt ihr euch anschauen, wird es jetzt auch eine neue Version geben auf Basis des Feedbacks vom Corporate Learning Camp. Na, und da hat man immer so dieses eine Blatt, was man auch im Circle verwenden kann, werden wir jetzt in der nächsten Version auch in das OneNote mit reinnehmen, na, wo man nicht so diesen langen Leitfaden zum Lesen hat, der sich so ein bisschen bedienungsanleitungsartig anfühlt, sondern eben die Übungen in einer schönen Übersicht. Genau, dann machen Sie in Woche 12 Ihre Retrospektive und Ihren Abschluss, also Sprint-Retrospektive, ist hier ein bisschen gefaked vom Till, der war im initialen Circle dabei, das ist hier schon sein zweiter oder dritter, da schreibt er Woche 7, also das ist nicht die Woche 12. Wir empfehlen immer, dass man die Woche 12 quasi auch, so ähnlich wie im Projekt auch, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, nach dem Lessons Learned Workshop quasi auch ein physisches Meeting macht, feiert, was man erreicht hat, ne, einfach, dass man da auch in regelmäßigen Abständen mal zurückguckt und sagt, was haben wir jetzt alles geschafft und nicht so in diesem täglichen vor sich hinwursteln ist. Es kommt eins nach dem anderen. Also hier auch die Empfehlung, letztes Circle-Treffen quasi im Idealfall physisch und vielleicht kann man es, ich mache viele, die ich dann verbinde, wo dann gleich die Woche 0 für den nächsten Sprint dranhängt. Genau, jetzt 2 Hinweise noch, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, diese Connect-Plattform, wer Interesse hat, da ein bisschen tiefer einzutauchen, hier ist jetzt mal so die Story, der Karl-Heinz nimmt sich vor, tiefer ins Podcasting einzutauchen und da sucht er halt dann noch Gleichgesinnte, ne, sowas kann man eben über diese Community machen, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch da an. Ist kostenfrei, kriegt auch keine Newsletter, kein E-Mail oder Marketing oder irgendwas, sondern das dient eben nur dem Austausch in der Community. Gibt es einen kleinen Chatbot, der euch in die Nutzung der Plattform einführt, wenn ihr das braucht. Und das Zweite, was ich noch zeigen wollte, ist eben dieses Camp. Wir haben jetzt am 25.06. in München das erste Community Camp zu LernOS, LernOS Rockstars Camp haben wir das genannt, so ein bisschen in der Optik der Hardrock Cafés. Ist auch der Vorabend am 24. ist tatsächlich im Hardrock Café München und da wollen wir einfach versuchen, da wird es Impulse geben, auch nochmal zu OKR, zu einem der Getting Things Done Coaches in Deutschland dabei, der so Getting Things Done aus der LernOS-Brille darstellen wird. Und dann gibt es am Nachmittag eben sehr viel selbstorganisierte Sessions, Community Assemblies. Harald Schirmer ist da mit den VUCA Rockers, der Leonid Lessner ist da mit dem Podcasting Assembly, wo wir eben auch den Podcast-Leitfaden weiterentwickeln wollen. Einfach, weil ich glaube, dass so eine Community am Ende immer wenigstens einmal im Jahr auch so einen physischen Treffpunkt oder Hub braucht, um sich auszutauschen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Das sehe ich gerade, der Marc schreibt, Chatbot funktioniert sehr gut, der hat also mit dem UL schon Kontakt gehabt scheinbar. Genau, heute kann man ja keine Community-Plattform mehr ohne Chatbot machen, also gibt es einen. Genau, so jetzt bevor wir in Ask Me Anything gehen, vielleicht nochmal der Hinweis, ich mache jetzt im Hintergrund auch gleich dieses Zoom-Pad auf. Grundsätzliche Idee für den Sprint ist jetzt, dass ihr quasi ab nachher, wenn die Session rum ist, ihr alle eure Fragen gestellt habt, da einfach mal hingeht, wenn ihr Interesse habt, einen Circle zu gründen, ne, das zu tun und irgendwie im Zeitraum von jetzt bis zum Corporate Learning Camp im Idealfall auch abzuschließen oder zumindest mal über die Hälfte gekommen zu sein. Ne, und ich werde mit dem Karl-Heinz zusammen dann auf dem Corporate Learning Camp eine Lessons Learned Session machen, im Vorfeld auch schon so eine Abfrage starten, wo wir einfach versuchen, die Erfahrungen aus den einzelnen Circles zusammenzutragen. So ein bisschen unser Hintergedanke ist, insbesondere für die Leute, die sich jetzt der Corporate Learning Community halt verbunden fühlen, denkt mal drüber nach, was Ziele sein könnten, die ihr habt im Rahmen der Corporate Learning Community. Also vielleicht hat der eine oder andere schon mal drüber nachgedacht, eine eigene Regionalgruppe zu gründen oder irgendwie ein Pflegeteil der Webseite zu übernehmen oder ein Corporate Learning Sprint zu hosten. Ja, also das ist kein Muss. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Ziele verfolgen in dem Circle. Aber schön wäre, wenn der eine oder andere Circle oder eine oder andere Person sich da ein Ziel schnappt, was irgendwie auch der Community zugutekommt.
So, jetzt switche ich mal hier auf den Marktplatz. Und Moment, halt, hier muss ich noch eine Folie weiter. Jetzt kommen wir nämlich in den Ask Me Anything-Teil. Ich muss einen Schluck Wasser trinken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist jetzt auch die Zeit, wenn ihr noch Fragen habt zu LernOS, wo wir tiefer gehen sollen. Ich habe ein paar Fragen im Chat vorbeirauschen sehen, auf die ich nicht eingehen konnte. Jetzt ist die Zeit, Mikro aufzumachen und die zu stellen. Und wie gesagt, ich lasse mal in so einer zweiten Hälfte hier den Marktplatz offen, dass wir da auch im Auge haben, ob da was passiert. So. Also, jetzt lasse ich euch ein bisschen Zeit zum Denken. Ich sehe auch gerade, irgendjemand hat wahrscheinlich bei dem Ich suche einige gelöscht, weil da ist jetzt nur noch der Herbert Kummer. Alle, die da vorher standen, sind da nicht mehr. Ich hoffe, da ist niemand verloren gegangen. So, also, jetzt trinke ich mal einen Schluck und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann ist jetzt die Zeit, die zu stellen. Simon, ich wollte nur ergänzen, ich habe die Teilnehmer verschoben, weil wir nämlich schon einen Zirkel zusammenbekommen haben. Ah, cool. Das heißt, das sehe ich da unten. Ja, perfekt. Sehr schön. Exzellent. Funktioniert die Idee. Gut. Der Bodensee-Circle. Da gibt es ja, glaube ich, auch bei der Julia Weber und so gibt es ein schönes WOL-Meetup, haben die ja schon mal gemacht am Bodensee. Ne? Ich glaube, bei ZF sogar war das. So, ich kann mal schauen, ob ich hier im Chat noch Fragen finde. Du, Simon, Annette hier. Ja, hi. Du, wir hatten doch über OneNote schon auf der Co-Learn-Seite geschrieben. Ja. Und da hatten wir doch noch überlegt, oder du hattest angeboten, dass du es eventuell noch erweitern würdest, sodass man dann mit OneNote papierlos arbeiten kann. Wirst du den Gedanken weiterverfolgen? Genau, also mit OneNote papierlos arbeiten kann man schon. Ich mache hier mal gerade das aktuelle Template auf. Da sieht man also hier, dass die Agenda mit den Übungen und so weiter, dass jetzt hier das Englische schon drin sind, ne, wo auch dann der Circle-Moderator sozusagen diese Änderungen machen kann. Die Circle-Members hier, ne, man sieht hier meine Seite, da ist mein Canvas drin und so. Das ist schon, das gibt es jetzt schon. Die Frage, die ich mir gestellt hatte, war, ob es sinnvoll ist, auch den ganzen Inhalt des Leitfadens in den OneNote reinzunehmen. Ne, weil das würde heißen, dass ich quasi gar kein PDF oder Slideshare oder E-Book mehr parallel brauche, sondern mit OneNote Standalone gehen würde. Und das ist aber im Moment noch, wäre das ein manueller Schritt, weil wir von dem Tool, mit dem wir die verschiedenen Formate exportieren, im Moment noch kein OneNote generieren können. Und da wäre halt interessant, erstmal zu hören, ob das überhaupt sinnvoll und hilfreich ist, sowas zu haben, bevor man die Arbeit reinsteckt. Stimmt. Ich nehme den Gedanken mal mit in unseren Circle. Wir fangen ja jetzt an und dann können wir das ja mal mit bedenken. Ja, genau. Cool. Genau. Super. Vom Rainer, das Zitat gefällt mir. Wir geben 90% unseres Lebensbildungsbudgets in den ersten 25 Lebensjahren aus. Das ist, glaube ich, sehr treffend. Ich glaube, das ist genau, was diese Kurve, die ich da hatte, vom Fremdgesteuerten zum lebenslangen Lernen irgendwie zum Ausdruck bringen soll und wo man teilweise erschreckend in Unternehmen, wenn man über so Sachen wie Slack-Time, 20% Zeit, also gibt den Leuten Lernzeit, gibt den Leuten Lernbudget, damit sie sich treffen können, damit sie reisen können, wo man teilweise echt mit großen Augen angeschaut wird und dann auch so echt erschreckende Sätze fallen wie, wir sind ja hier kein Wellnesshotel, die Leute sollen was arbeiten und nicht Kaffee trinken. Also ich glaube, das ist zu einem ganz, ganz großen Teil ein Mindset-Thema, ne, dass man dieses Lernen aus, es ist Belohnung, ich mache ein Seminar im schicken Hotel als Belohnung für erreichte Leistung wegkriegt und hinzu, das ist für uns als Organisation, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, überlebenswichtig, wo wir noch einen ganz schön langen Weg vor uns haben. Guido schreibt, wird es die No-Touch noch geben? Für die, die nicht wissen, was das ist. Es gab im Wissensmanagement bis 2015 die No-Tech von der Bitkom organisiert. War eine Wissensmanagement-Konferenz, die es seit 1998, glaube ich, gab. Und dann wurde die eingestellt und wir haben mit der No-Touch quasi die Veranstaltungsreihe fortgeführt und haben in 2016, es gab die No-Touch in 2016 und 2018, genommen, um mal so ein
ja, Zusammenfassung der letzten 20 Jahre Wissensmanagement zu machen. Und das ist gedanklich dann in diesen LernOS-Strang eingeflossen. Also unsere Idee ist eigentlich, dieses LernOS-Camp fortzuführen und vielleicht in den nächsten Jahren auszubauen in Richtung zweitägig, in Richtung auch ein Konferenzteil eventuell, wenn das gut funktioniert. Und es gab auch schon jetzt so die ersten Gedanken, mal zu überlegen, wo könnte das dann, nachdem das LernOS-Camp dieses Jahr bei der Lebensversicherung 1861 in München im Zentrum ist, wo könnte das nächstes Jahr sein? Also falls da irgendjemand Interesse hat, sowas zu hosten, gerne melden. Und wie gesagt, so wie es im Moment aussieht von der Planung, wird das LernOS-Camp die No-Touch ersetzen. So, ich sehe, da wird schon fleißig geschrieben in dem Pad. Gibt es denn sonst noch Fragen, die euch auf dem Herzen liegen? Ja, ich habe auch eine Frage. Kann man mich hören? Ja, vielleicht sagst du noch dazu, wer ich ist. Ich bin Florian und arbeite in der staatlichen Lehrerfortbildung. Mhm. In unserem Landkreis. Blended Learning ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Unbedingt reinbringen und auf WOL und diese Corporate Learning und so weiter bin ich jetzt auch schon öfter gestoßen, bin da auch im Newsletter drin. Mhm. Ich habe aber noch nicht ganz durchgeblickt, was das jetzt eigentlich ist und ob man dieses Circle, ob man da jetzt im Vorfeld irgendwelche Zielgruppen festlegt, ob man da Themen festlegt im Vorfeld oder ob das einfach komplett bunt gewürfelt ist. Also im Prinzip ist es, wenn du sagst, wenn ihr sagt, ihr macht in einem Circle quasi diese 11 Übungen, die aktuell vorgeschlagen sind, das kann man wie so eine Basisqualifizierung sehen, um digital vernetztes Lernen zu erlernen. Es wird auf dem Camp jemand sein von der Volkshochschule, Volkshochschulverband Oberbayern, ne, die das zum Beispiel verwenden im Verband, um volkshochschulübergreifend neue Ansätze des Blended Learnings gemeinsam zu lernen. Also die besetzen das mit einem ganz anderen Inhalt. Ne? Also ihr Objective über den Circle ist ein anderer. Aber sie haben trotzdem diese Quartalstaktung und diese Grundmethodik, die sie verwenden. Martin Lindner wird in München dabei sein, der war jetzt lange bei der Volkshochschule Linden und hat es dort verwendet, um gemeinsam mit Organisationen aus dem Mittelstand Office 365 zu erlernen. Also im Prinzip so als Initiierung, um zu sagen, man muss mal die Leute in dieses offen vernetzte digitale Arbeiten reinbringen. Da kann man im Prinzip mit diesem Lernos for You Guide oder Lernos für Dich Guide gehen und die Übungen machen. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen als Lehrer das Thema Podcasting im Flip Classroom unserer Schulen einsetzen, na, dann ist vielleicht der Podcasting Guide was für euch. Oder ich habe jetzt auch schon die ersten Lehrer-Barcamps gesehen. Der Jöran Mus-Mehrholz wird in München dabei sein. Die machen auch dieses OER-Camp. Wenn man sagt, man will irgendwie mit so einem Konsortium Lehrer mal ein Barcamp auf die Beine stellen, ne, dann wird der Barcamp-Guide vielleicht sicher spannend sein. Der Barcamp-Guide, der interessiert mich auf jeden Fall sehr. Wir machen jetzt eigentlich jedes Jahr schon so mit den digitalen Helden ein Schüler-Lehrer-Barcamp. Mhm. Cool. Ist echt stark. Und ja, wo ich auch noch mehr hinkommen möchte, ist mit speziell jetzt für die Lehrkräfte so ein Barcamp zu machen bei uns also regional, sage ich mal, damit wir unsere regionalen Multiplikatoren ein bisschen mehr auf Vordermann bringen und das digitale Lernen vorwärts schaffen. Und deswegen interessiert mich das mit dem Barcamp. Wie kann ich denn, der ist ja noch nicht fertig, gell? Der ist noch nicht fertig, nee. Also da ist die Geschichte ist die, mit Karl-Heinz zusammen mache ich jetzt seit langer Zeit. Also ich selber mache seit 2006 Barcamps, mit Karl-Heinz zusammen mache ich seit 2009. Aus den ganzen Erfahrungen sind dann auch viel Barcamps gekommen, die es heute noch gibt, sei es jetzt Knowledge Camp oder Corporate Learning Camp, aber auch viel Barcamps in Organisationen, so das Audi Barcamp, Schaeffler macht jetzt im Juli ein Barcamp. Ne, und wir sind halt dran, die ganzen Erfahrungen inklusive Materialien, Checklisten und so weiter, halt alles mal auch in einen Guide zusammenzuschreiben. Der wird auf jeden Fall in der ersten Version auch bis zum Camp da sein, das ist sicher, vielleicht eher. Die zwei Seiten, die ich vorhin in den Folien hatte,
die lernos.org und cognium.de/lernos. Da wird man es auf jeden Fall mitkriegen. Oder halt auf der Connect-Plattform, da gibt es auch schon bei lernos Toolbox einen eigenen Eintrag für Barcamp, ne, wo man jetzt auch, wenn so Fragen sind, nimmt man das rein, nimmt man das rein, ist das wichtig, eben auch schon so einen kleinen Preview auf den Inhalt bekommen wird. Gibt es da so eine Art Newsletter, wo das dann rumgeschickt wird, in einem Corporate Learning Newsletter? Ist das da auch drin? Naja, nachdem das nicht an der Corporate Learning Community direkt hängt, ist es im Corporate Learning Newsletter nicht systematisch. Wir haben von der Cognion Akademie in dem cognion.de/newsletter gibt es einen, da wirst du es auf jeden Fall erfahren. Da war auch zum Barcamp Guide schon mal was drin in vergangener Version. Der kommt so alle 2 Wochen raus und da kriegt man es auf jeden Fall mit. Sonst halt auf jeden Fall auf Twitter gibt es einen Lern_OS-Account, da wird es dann auch getwittert. Also da kannst du dann eigentlich, wenn du auf einem der Kanäle sozusagen dem folgst, wirst du es auf jeden Fall mitbekommen. Was ich noch spannend fand gerade, weil das ist vielleicht sogar auch noch so eine gewisse Achillesferse, die wir haben. Ihr habt ja vorhin vielleicht da bei uns in der Geschichte gesehen, dass wir hauptsächlich aus dem Kontext Wissensmanagement lernende Organisationen von Unternehmen kommen und dort auch überwiegend eher große Unternehmen, also so 10.000 Leute aufwärts. Und was mich sehr beeindruckt hat, war aus diesem Getting Things Done-Umfeld, der David Allen, der hat sich mit 2 Lehrern zusammengetan und hat letztes Jahr das Buch veröffentlicht, Getting Things Done for Teens. Hier gerade mal offen. Moment, ich mache mal ein bisschen kleiner, dann sieht man das vielleicht. Und da haben sie quasi überlegt, wie kann ich denn diesen Getting Things Done-Ansatz auf Teenager übertragen. Habt ihr vielleicht vorhin in den Folien gesehen, bei diesem, wir starten da auch nicht bei 0 Jahren beim lebenslangen Lernen, sondern bei 13. Das kommt genau von diesem GDD for Teens Buch. Und über die Schiene plus über die Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen ist uns auch nochmal bewusst geworden, dass wir, wenn wir Sachen beschreiben, sehr stark so aus dem Unternehmensgeschäftssprech kommen und dass, wenn man jetzt so einen 13-Jährigen adressiert oder einen Studenten adressiert, man da ganz anders drüber sprechen muss. Und das hat sicher jetzt schon so ein bisschen Einzug in die Leitfäden gehalten, das muss es aber noch viel stärker. Und dementsprechend sind wir da auch sehr froh, wenn so aus dem Volkshochschulbereich sind jetzt schon viele dabei, aber eben auch aus dem Schulbereich oder Leute, die mit Teenagern arbeiten oder Begabtenförderung oder all solchen Ecken, Leute damit dazustoßen und einfach Feedback geben und sagen, so wie ihr das hier beschreibt, könnt ihr das vielleicht in einem DAX-Konzern platzieren, aber eben nicht an der Schule oder nicht an der Hochschule oder an der Volkshochschule. Also dementsprechend gerne, wenn es da Feedback gibt, wenn ihr die Guides nutzt und es lest und man sagt, das kann man vereinfachen oder hier gibt es einen Fachbegriff, der ist nicht erklärt, gerne als Feedback geben. Das versuchen wir alles, wenn es irgendwie geht, umzusetzen. Ja, danke nochmal dafür. Gerne. Okay, Guido sagt, wenn NoTouch nicht mehr da, dann kommt er zum Lernos Camp, das ist gut. Da sehe ich die Frage, ob man noch Tipps hat, Lernziele, Themen, die gut oder weniger gut als Lernthemen bei Lernos genutzt werden können. Also mir fällt es schwer, was zu finden, was so richtig ungeeignet wäre. Bei den Guides versuchen wir im Moment halt immer so den Scope zu haben, was ist etwas, was in einen Sprint passt. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich will Kernphysiker werden oder Herzchirurg, da würde ich sagen, das ist auf absehbare Zeit, wird es da kein lernendes Guide dazu geben. Aber alles, was zu einem Sprint passt, was ich entweder im Selbststudium, also bei mir so, bei meinen 5 Objectives pro Quartal, ich mache nicht 5 Circle, sondern ich habe auch mal Sprints, wo ich überhaupt keinen Circle mache, weil ich irgendwie 3 Objectives habe, die aus meinem Arbeitsumfeld kommen. Und vielleicht 2, die, wo ich sage, da brauche ich jetzt keinen Circle dazu, sondern ich muss mir einfach die Zeit nehmen, um mir Dinge anzuschauen, Dinge zu lernen, Dinge zu lesen. Und da war jetzt eigentlich noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, das hat eigentlich nicht gut gepasst. Deswegen kann ich da zumindest in Richtung Prechtl keine Einschränkung machen. Sabine fragt, welche Erfahrung habt ihr gemacht bezüglich homogene, heterogene Circle? Macht ein Team innerhalb einer Branche Sinn oder lieber unterschiedlich? Muss man dazu sagen, ist noch sehr jung. Also ich kann keinen Langzeit-Querschnitt euch geben. Generell glaube ich, ist Diversität immer wichtig, wobei das nicht gleich verschiedene Firmen oder verschiedene Branchen oder ganz verschiedene Themen sein müssen, sondern ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit einem Circle, wo Projektleiter einer Firma drin waren und die aber kamen aus ganz verschiedenen Bereichen. Der eine hat Projekte gemacht bei einer Werksplanung, der andere in der Entwicklung,
Und die haben sich dann zum Thema Projektmanagement ausgetauscht. Und das ist schon divers genug. Also da muss ich dann nicht sagen, da brauche ich noch jemanden, der Projekte im NGO-Bereich macht. Ich glaube, prinzipiell ist es so, wenn man es in einem Circle macht, liegt einfach ein großes Potenzial in diesem Peer-Support. Also sprich, die Gruppe unterstützt sich gegenseitig. Und dann würde ich sagen, ist es gut, wenn es so divers ist, dass halt verschiedene Tipps reinkommen können. Wenn es nicht zu weit auseinander ist, die Lebensrealitäten oder die Ziele. Umgekehrt, wenn es zu homogen ist, ist es auch nicht gut. Also ich weiß nicht, ob das schon die Frage befriedigend beantwortet, aber schärfer kriege ich es, glaube ich, nicht. Anati, habe ich gesehen, antwortet ja was Ähnliches gleich da drauf. Und Vera auch, genau. Genau, Jochen, aber die Idee ist doch schon, dass sich die Teilnehmer eines Circles im gemeinsamen Thema verpflichten. Genau, also genau dieser, was im Moment der Noob-Path ist, also der Newbie-Path für die Leute, die das erste Mal machen. Deswegen auch 11 Katas, die standardisiert sind. Ne, da ist eben, wie gesagt, die Idee, dass die erstmal so generell in dieses digital vernetzte und offene Arbeiten rein können. Da vielleicht als so kleiner Preview. Wir werden jetzt in einer der nächsten Versionen, weiß noch nicht, ob es die 1.3 ist, wahrscheinlich eher 1.2 später, da drei verschiedene Varianten von so initialen Pfaden anbieten. Der eine, der so ist, wie er jetzt ist, mit dem er eher so WOL-artiges Arbeiten lernt. Dann haben wir festgestellt, dass ganz viele Leute sagen, oh, wo soll ich mir denn die eine Stunde in der Woche herholen, um so einen Circle zu machen? Da wird dann auch so ein Getting Things Done-artiger Pfad reingehen, weil Getting Things Done halt ganz brachial Produktivität erhöht. Also das heißt, wenn ich quasi mit Getting Things Done starte, würde ich jetzt sagen, schafft sich jeder automatisch die Zeit, die er dann für seinen Circle oder seine eigenen Objectives braucht. Und was wir auch als Feedback bekommen haben, auch in OKR nochmal tiefer einzutauchen, wäre sinnvoll. Also als drittes wird es eben auch einen Pfad geben, mit dem man OKR nochmal vertiefter lernen kann. Da ist vielleicht auch noch wichtig, OKR muss man nicht in der Organisation einführen, sondern ihr könnt so ähnlich, manche Leute finden ja diese Smart-Logik, ne, smarte Ziele, spezifisch, messbar, realistisch und so weiter. OKR könnt ihr auch einfach ganz für euch alleine verwenden. Einfach als Methode, um euch selber klar zu werden, was eure Ziele sind und was ihr im nächsten Sprint erreichen wollt. Und das muss mit niemandem, nicht mal mit eurem Chef zu tun haben, sondern einfach Ansatz der Selbstorganisation sein. Genau, der Helmut schreibt, wenn du Sprints alleine machst, wie ist dann die Auswahl der Katas? Also bei den Sprints, die ich alleine mache, gibt es dann meist gar keine Katas, weil das dann Ziele sind, wo es noch nirgendwo einen Katalog gibt. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt im vorletzten Sprint mir als Ziel gesteckt, mich in dieses ganze Thema soziale Netzwerkanalyse nochmal tiefer reinzufuchsen. Und da war halt da einfach die Woche 0 und Woche 1 war so ein bisschen die Aufgabe, einfach sich ein eigenes Curriculum zu bauen, zu überlegen, was sind die Themen, mit denen man sich da beschäftigen muss. Und dann war einfach der Sprint, die Zeit zu haben, über 11 Wochen hinweg, dieses selbstgebaute Curriculum umzusetzen. Also sprich, sich in Sachen einzulesen, mit Leuten zu sprechen, Firmenfallbeispiele anzugucken, wo ich jetzt im Nachgang sagen würde, da wird wahrscheinlich auch nie ein Guide draus werden. Also weil wahrscheinlich nicht so viele Leute sich in einem Sprint soziale Netzwerkanalyse anschauen wollen. Das ist in dem aktuellen Leitfaden ist das beschrieben als OKR-Style. Also bei OKR-Style in LernOS machst du quasi gar keine Katas, weil es einfach keine gibt, sondern verwendest es so ähnlich wie in Scrum, wer von euch agil arbeitet, als du legst dir wöchentlich Rechenschaft ab, bin ich denn auf dem Weg, was nehme ich mir für die nächste Woche vor, und die Inhalte kommen von irgendwo. Das sind YouTube-Videos, das sind Gespräche, das sind MOOCs, an denen man mitmacht. Ich hatte jetzt eigentlich fürs zweite Quartal, habe ich aufs dritte verschoben, mir als Ziel gesteckt, den Scrum Master zu machen. Da kommen dann die Inhalte quasi von demjenigen, der die Scrum-Ausbildung macht. Ist dann auch kein LernOS-Guide. Also Katas kann sein in einem Sprint, muss aber nicht. Genau, jetzt schreibt mal, 5 Minuten haben wir noch. Falls ihr noch Fragen habt, wäre jetzt noch die Gelegenheit. Ich gucke, es ist bei Ich suche, da ist viel Potenzial, da stehen viele Leute. Da könnt ihr euch ja mal kurz schließen. Harry schreibt da gerade. Erlangen, Entwicklung eines Pitch für LernOS, da könnte man vielleicht mal mit dem Karl sprechen, weil der genau gerade diesen Pitch macht. Also wer von euch auf Connect ist, da gibt es diesen Beitrag LernOS Elevator Pitch.
Na, und da geht's, da hier oben ist verlinkt das Video, da haben wir quasi genau diese Vorstellung aufgenommen vom Corporate Learning Camp. Ne? Und die Idee ist jetzt, ist ja im Nachhinein haben wir da hier hin und her diskutiert, wie man das machen kann. Quasi so eine Sketchnote gemacht, die jetzt erstmal LernOS auf individueller Ebene pitcht, aber dann haben wir eben schon auch ausgearbeitet, auch diese Idee dieser drei Ebenen mit Organisation, Team, Individuum. Da braucht man sicher auch nochmal so eine Erklärbär-Sketchnote, kleines Erklärvideo dazu, um einfach Leuten klarzumachen, was da die Unterschiede sind, solange es eben die Guides noch nicht in veröffentlichter Form gibt. Genau, also im Chat sehe ich erstmal keine neuen Fragen. Ich sehe nur danke, danke, danke. Ja, das ist interessant, genau. Interessant ist das eine, ein Kapitel im, im LernOS-Guide heißt Stop Talking, Start Doing. Ist auch ein Titel von dem Buch. Also interessant ist das eine. Interessant wäre natürlich für mich, wie viel Circle kommt da tatsächlich raus und wer macht was damit und wer sammelt Erfahrung. Auch wer steuert eigene Sachen bei. Also scheut euch nicht, irgendwie auch eigene Kata-Sammlungen irgendwo zu veröffentlichen. Vielleicht erstmal in einem Blog. Es wird im Lauf des Sommers, das habe ich mir so als Sommerprojekt vorgenommen, ein Tutorial geben, How to Write a Learner's Guide. Also ich will auch die Anleitung, wie man quasi eigene Guides erstellt, wie das auch funktioniert mit diesem ganzen Prozedere. Das, wenn ihr die LernOS-Webcasts auf der LernOS.org mal anschaut, da ist einer dabei, wo wir so ein bisschen erklären, wie wir das Single-Source-Publishing machen. Also im Moment werden die halt als Markdown geschrieben und es entstehen alle Versionen, PDF, EPUB und so weiter, alle auf Knopfdruck. Wir sind jetzt gerade am Experimentieren, dass auch so eine Sprachsynthese, also Audiobook auf Knopfdruck entsteht. Gibt es die ersten Prototypen schon, die gar nicht so schlecht klingen. Und auch im nächsten Schritt, ab der 1.3 wird das automatische Publizieren nach Amazon Print on Demand dabei sein. Das heißt, wenn jemand irgendwie eine gedruckte Version haben will, kann man die dann über Amazon bestellen, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, das wird eben diesen Guide geben, wie man selber einen Guide schreibt, weil wir halt glauben, dass diese Art und Weise zu lernen für ganz viele Themen sinnvoll ist und wir davon auch nur einen Teil der Themen selber können oder machen. Fühlt euch da eingeladen, die ganzen Materialien, die wir haben, zu verändern, anzupassen, wieder zu veröffentlichen. Wie gesagt, das ist alles Creative Commons, CC-BY-Lizenz oder eben auch ganz neue Sachen zu machen zu euren Themen. Florian fragt dann noch, bekomme ich beim Newsletter von cogneon.de eine Bestätigungsmail? Kann ich antworten? Natürlich. DSGVO-konform, also ist Double Opt-in. Wenn ihr euch da eintragt, dann kriegt ihr eine Mail, dann müsst ihr einmal antworten, dann seid ihr drin. Ha, Annette schreibt, wir werden berichten. Dienstag ist Circle One. Sehr gut, so soll es sein. Aber noch nichts willkommen. Ja, das kann sein, Florian, dass das ein bisschen braucht, genau. Genau. Falls es nicht passiert, melde ich nochmal, dann schaue ich da nochmal nach. Aber normal passiert das immer. Genau. Da schreibt der Rainer gerade im Marktplatz, sich. Rainer Bartel, grüß dich. Rainer ist auch im Orga-Team vom LernOS Camp, auch sehr aktiv in der Münchner WOL-Community, sehr erfahrener WOL-Praktiker. Interessiert an Getting Things Done und OKR. Ja. Sehr schön. Gut, also dann würde ich sagen, halte ich die Aufnahme an. Ich danke euch, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, dass der eine oder andere Circle sich ergibt und dass wir uns 25.06. am LernOS Camp in München sehen und dann vielleicht auch 12.13. am Corporate Learning Camp in München. Schönen Restfreitag euch und dann ein schönes und erholsames Wochenende. Ciao.